Mit dem Heimatlied Holzhausen, du Schöne leitet der Musikzug diesen historischen Film über den Pyrmonter Ortsteil ein. Dr. Med. Paul Czernay, der beliebte und fachlich hochgeschätzte Arzt, drehte 1956, circa 10 Jahre nach Kriegsende, diesen Streifen. Leider ging der Ton hierzu verloren. Es wird nunmehr 30 Jahre später versucht, die Nachvertonung vorzunehmen. Der früher selbstständige Ort wurde am 1. April 1938 trotz Widerstand der Bevölkerung zwangsweise mit dem Ort Pyrmont und Oesdorf vereinigt. Holzhausen hatte schon immer einen guten Strukturquerschnitt und fühlte sich deshalb unabhängig. Handwerk, Landwirtschaft, Industrie und Kulturleben blühen seit Beginn der 50er Jahre wieder auf. Dr. Czernay hat diesen Trend nach dem Krieg gekonnt eingefangen. Zu dieser Zeit dachte niemand an eigene Filmproduktion, geschweige an Fernsehen oder Video. So ist es wohl der erste und einzige Film dieser Zeit. Ich werde die Kommentare so gering wie möglich halten und lieber die Bilder sprechen lassen. Wenn ich Namen nenne, so geschieht dies in Holzhäuserart, nämlich den Familiennamen zuerst. Der Platz der Republik oder Roter Alex, das ist der Spitzname für den später umgebauten Einmündungsbereich Hagener und Griesemer Straße. Am Bruche mit dem noch unverrohrten Mühlengraben, auf der Schwarzen Raute, Kinkeldeis Adolf fährt seine Milchprodukte noch mit dem Pferdegespann aus. An der Griesemer Straße steht dieses 1609 erbaute Fachwerkhaus, welches als einziges den 30-jährigen Krieg überstand. Durch den starken Flüchtlingsstrom wird dringend Wohnraum benötigt. Die Wohrdrift wird das erste Neubaugebiet der Nachkriegszeit. Hier die ersten Häuser an der Schulstraße. Ein alter Stich aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges zeigt auch in Holzhausen eine Kirche. Während dieses Desasters ist wahrscheinlich auch das Bauwerk vernichtet worden. Die Holzhäuser mussten dann 300 Jahre zur Oesdorfer Kirche gehen. Erst im September 1954 konnte das neue Gotteshaus, welches mit einem Aufwand von rund 200.000 D-Mark auf dem ehemaligen Friedhofsgelände Schulstraße errichtet wurde, eingeweiht werden. Der erste Geistliche für die nun kirchlich selbstständige Gemeinde wurde Pastor Herbst, der bis zu diesem Zeitpunkt zweiter Pfarrer von Oesdorf war. Musik.
Die in diesem Film geschlossenen Ehen haben auch heute nach 30 Jahren noch Bestand. Es sind dies hier das Ehepaar Wendebaum und das Ehepaar Frede. Den Nummernschildern der Fahrzeuge konnten wir erkennen, dass es gerade in dem Umbruch-Zeitraum war, als die neuen Nummernschilder herauskamen. Hier eins der größten Industriebetriebe, das von Fritz Emme 1913 gegründete Familienunternehmen. Der Aufschwung kam, als 1933 die Fabrikation auf Sperrholzsitze für Stühle umgestellt wurde. Nach dem Krieg hatte das Unternehmen ca. 100 Beschäftigte auf der Lohnliste. Neben den Altholzhäusern konnte die Firma auch viele Flüchtlinge einstellen und so zur Eingliederung der Neubürger in das Berufsleben erheblich beitragen. Auch das Handwerk hat in Holzhausen goldenen Boden. Der Bauboom bringt volle Auftragsbücher und trägt zum Wohlstand auch für den Arbeitnehmer erheblich bei. Dr. Schernall beginnt mit seinem Wohnhaus an der Kammstraße gegenüber dem Schulgebäude. Hier Stellmacher Steinmeier bei seiner Arbeit. Schmiede Altenbernd Tischlerei Frede Klempnerei Breves und die fleißigen Maler. Kleinsorgen Friedrich als Polstermeister. Und Hachtchen Friedrich als Schneidermeister. Die Tabakindustrie ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Holzhausen heimisch. Bereits um 1850 beschäftigten sich rund 200 Arbeitskräfte mit der Herstellung von Zigarren. 1880 waren es bereits 500. Hier Paul Muntenk an der Hagener Straße, der die von ihm hergestellten Zigarren auch im eigenen Geschäft veräußerte. Neben den Bediensteten in den Fabriken Zetsche, Bohm und Feldmann war auch eine nicht unerhebliche Zahl mit Heimarbeit beschäftigt. Die größte Fabrik war die Firma Zetsche an der Schillerstraße. Sie hatte die Produktion bereits in hohem Maße automatisiert. Trotzdem wurde kurz nach diesen Aufnahmen aus persönlichen Gründen und mit staatlicher Liquidationshilfe der Betrieb geschlossen. Die Mitarbeiter fanden jedoch im allgemeinen Aufschwung dieser Jahre schnell neue Arbeitsplätze. Musik.
Die gezeigte Spinnerei und Weberei waren für Holzhausen zu dieser Zeit nicht mehr charakteristisch. Vor Beginn der Zigarrenindustrie war jedoch für die Holzhäuser Hausfrauen dieses die Hauptnebenerwerbsquelle. Hier handelt es sich wahrscheinlich um Aufnahmen aus dem benachbarten Lippe. Der Ursprung Holzhausens liegt eindeutig in der Landwirtschaft. Dies bezeugen die vielen Ackerbürgerhäuser aus Fachwerkkonstruktionen. Neben den ca. 20 Bauernhöfen dieser Zeit hatte fast jeder Arbeitnehmer einen landwirtschaftlichen Nebenerwerb. Bis 1960 sind viele Personen in der Landwirtschaft ausnahmsweise beschäftigt gewesen. Erst danach beginnt auch die Maschinisierung in der Landwirtschaft. Als größter Hof ist das Drinkutsche Anwesen zu nennen. Fritz Drinkut Junior, der später die Nachfolge beruflich und politisch seines Vaters angetreten hat. Sein Vater war viele Jahre Bürgermeister von Pyrmont. Vorhin erwähnt Senior Fritz Drinkut. Hilkers Dreschuppen war zur Erntezeit von den Nebenerwerbslandwirten ausgebucht. Neben des geräuschvollen Dreschvorganges war dieses auch eine sehr schmutzige und hektische Arbeit. Der Dreschtag war bei allen nicht sehr beliebt. Yeah.
Holzhausen gab es zu dieser Zeit 5 Gärtnereien. Hier die Kuppische, die auch noch nach 30 Jahren existiert und im Familienbesitz weiter betrieben wird. Neben dem Handwerk, Industrie und der Landwirtschaft kommt auch das Vereinsleben nicht zu kurz. Hier die Handballmannschaft der 1945 neu gegründeten Turn- und Sportgemeinschaft. Seit 1894 existierten 2 Sportvereine, der Turnverein Holzhausen und der Arbeiterturnverein. Durch die staatliche Willkür wurden diese Vereine 1933 aufgelöst. Erst nach dem Krieg begann für die Sportler 1945 eine neue Zukunft. Der Turnbetrieb fand im Sommer im Freien, im Winter auf dem Saal Otte statt. Erst ab 1953 konnte die neue Turnhalle an der Kammstraße an die Sportler übergeben werden. Bester Sportler dieser Zeit war Busch Erich, der sogar als Niedersachsenmeister in Holzhausen die Turnerriege anführte. Ist die Feuerwehr. Es muss dauernd trainiert werden und muss dauernd verbessert werden, um der Allgemeinheit vor allen Dingen Hab und Gut und den Menschen zu schützen. Und aus diesem Grunde müssen wir die Woche mindestens einmal beim Gerätehaus antreten und immer wieder von vorn anfangen. Und dies ist ja jetzt, wo wir jetzt bei sind, das ist am Turm und da geht es nach Zähl schulungsmäßig. Auch das Übertreten von einer Leiter zur anderen, da wird auch gezählt, damit keiner einen Tritt zu viel oder zu wenig macht, sonst stimmt das oben, wenn man ankommt, nicht. Und hier steigen wir an den Turm hoch. Sehen Sie, man kann das so schlecht beobachten, aber wer es von unten mal gesehen hat, ist es Ihnen interessant. Natürlich, wenn es um Schnelligkeit geht, dann wird nicht gezählt, dann geht es darum, wer am ersten oben ist. Vor allen Dingen, wer sicher angekommen ist. Und so macht das für den Einzelnen viel Spaß, wer Interesse daran hat. Von unten aus wird das beobachtet, wie die Männer sich da einzeln hochquälen. Zumal, wer zum ersten Mal an dieser Leiter steckt, ist es nicht so einfach. Dann wird abgeseilt, was man jetzt da sehen am Bild. Einmal mit der Hand raus zu dem Seil. Man kann es auch anders machen. In den Karabinerhaken wird das Seil reingeworfen, doppelt. Es wird aber bei jeder Abfahrt, wird der Mann gesichert, wird extra noch ein Streckseil um den Bauch gelegt und oben stehen 2 Leute, die aufpassen. Wenn sollte was passieren, dass die ihn abfangen. Sehen Sie, da ist es, wird der Streck in den Karabinerhaken gehängt. Und unten steht da mein Stellvertreter Karl Frie. Passt.
Das ist jetzt eine ernste Einsatzübung. Der rote Hahn, der hat wieder auf dem Dach rumgepenselt und dann... Jeder Handgriff, da muss ich zum Beispiel, jeder hat seine Aufgabe und weiß genau, wo es dran liegt und wo es dran fehlt. Und das muss in einer sehr ernsthaften Schnelligkeit gehen, damit keine Zeit verloren geht. Je eher man fertig ist und je eher man die Schläuche drangehängt hat, sind jetzt dabei, die Saugschläuche anzukoppeln und so weiter. Und jetzt, wenn er dann fertig ist, dann wird er in den Teich oder in den Boden geworfen, wo wir das Wasser rausnehmen. Und der Maschinist ist schon dabei und wirft die Pumpe an. Der letzte Saugschlauch wird an den Motor jetzt angekoppelt und in einer bestimmten Schnelligkeit zieht er das Wasser an. Und dann können Sie gleich sehen, wie es aus den C-Rohren rauskommt. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das ist die Feuerwehr. Schnelligkeit ist hier unbedingt am Platze. Und hier kommt das Wasser schon aus den C-Rohren. Und da kann das die Tätigkeit beginnen, was eigentlich die ganze Sache sein sollte. Sehen Sie, auch die Männer beobachten genau, wo es fehlt. Sie sprechen sich gegenseitig ab, mal links, mal rechts rüber. Können doch mal, wenn das Publikum Ihnen da im Wege steht, mal den Schlauch über den Kopf halten, dann hat die Feuerwehr wieder Platz zum Arbeiten. Ja, auch die zwei Kritiker sehen dabei, ist Willi Steffel und Albert Schelin. Und die werden nachher. Dies ist der Sprecher Karl Stuckenberg, der Wehrführer der Holzhäuser Feuerwehr. Das verbessern konnten. Seit 1952 wurde der Spielmannszug wieder auf die Beine gestellt, nachdem auch dieser im Krieg aufgelöst worden war. Fritz Glänzer leitete den Klangkörper, bis er die Stabführung in die Hände von Kurt Techtmeier legte. Alljährlich findet vor dem Schützenfest das von Jung und Alt beliebte Königsschießen statt. Der Schützenverein ermittelt im harten sportlichen Wettkampf den Jahresbesten. Es wird erzählt, dass hier gemogelt worden sei. Dieses kann jedoch nicht bestätigt werden. Fest steht, dass der alte Schießstand im Steinbrink schon für manche Überraschung gesorgt hat. In der Gärtnerei Kohlenberg wird unter fachkundiger Leitung auch von den Ehrendamen der Grünschmuck für das Schützenfest hergestellt. Das größte gesellschaftliche Ereignis im Jahr ist das dreitägige Schützenfest. Den Auftakt bildet am Samstagabend der Festkommerz im Zelt an der Griesemer Straße. Mit der Musik geht es von Fittmeyers los
um den König mit seiner gewählten Königin abzuholen. In diesem Jahr heißt das Königspaar Meißner-Schmidt. Es regiert bis Montagabend. Der Wettergott meint es nicht besonders gut mit den Holzhäuser Schützen. Sie werden in diesem Jahr nicht nur von innen nass. Der Vorsitzende des Schützenvereines, Heinz Hundertmark, begrüßt die Anwesenden. Thank you.
der Gesangverein Germania und Holzhäuser Männerchor brachte ein Ständchen hier. Ehrungen verdienter Mitglieder. Aris Heini. Großvater Meissner. Martin. Schmitz Doktor, als Holzhäuser Original, immer zu Späßen aufgelegt. Er wusste, wie er spannend sein Publikum unterhalten konnte. Untenken Männer und Kappmeyers Erich. Frohbösen Otto und Hachtchen Friedrich. Auf das Königspaar. Der Stadtdirektor Dr. Schuhknecht übt sich im Trinken von Lütjelagen. Am Montagmorgen findet das beliebte Katerfrühstück statt. Hier nehmen neben der Prominenz sämtliche Vereine dran teil. Am Nachmittag wird ein Umzug durchgeführt. Trotzdem es sich um den dritten Tag des Festes handelt, sind noch keine Ermüdungserscheinungen bei den Schützen festzustellen. Auch an diesem Tag hört es nicht auf zu regnen. Thank you.
Gegen Ende des dritten Tages kommen wir zum Höhepunkt der Königsproklamation. Das alte Königspaar muss die Kette an den neuen König abgeben. Hier ist Heinz Schalk mit Frau Munting an der Reihe. Der alte König, sichtlich erleichtert, übergibt die Kette seinen Nachfolgern. Das neue Paar regiert nun bis zum Montag des nächsten Festes. Der Herbst ist herangerückt. Als Jahresabschluss im kulturellen Leben finden im Ortsteil durch die Vereine Kartoffelbratfeste statt. Hier die Vorbereitungen zur Feier der Feuerwehr. Die Bevölkerung bringt in kleinen Mengen die Kartoffeln zur Bäcker Mecke an der Hagener Straße. Hier werden sie gesäubert und im Backofen gebraten. Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du geliebt, ließ dich allein. Du sahst ihn nachts im Traum vor dir und gabst ihm deine Hand. Du sahst, dass er den Ring noch trug, der dich mit ihm verband. Am Kai, da riefen die Möwen aus all den Träumen dich wach. Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Nun geht's am Nachmittag mit Groß und Klein zum Steinbrink, um dort mit einigen freundlichen Hellen und Judensülze aus Zwiebeln, Gurken, Pfeffer, Salz und Öl die Kartoffeln zu verspeisen. So, Kameraden, es ist soweit. Unser Heinrich Rose kommt mit seinem Gespann an, mit dem wunderbaren Bratkartoffel. Und ich bitte mal, die Wehr hier anzutreten. Und ich hoffe, dass der Wettergott uns hold bleibt, dass wir von oben runter immer Sonnenschein haben. Und jeder kann sich nach Herzenslust hier heute Nachmittag loslassen. Denn dies werden Stunden sein, die Sie in ewiger Erinnerung behalten werden, was Sie heute Nachmittag hier sehen und erleben können. Kartoffelbraten in Holtensen. Wie an diesen schönen September-Dorgen liegt ein 156. Diese alten Bräuche müdet wir weh ergeben an unsere Kinder und Kindeskinder. Das ist unsere Heimat, wo wir gebaut worden sind und wo wir unsere Muttersprache sprechen. So. Kann sich jeder vom Wagen die Kartoffeln abholen, so viel er braucht. Auch Stolten-Grete ist mit der Tasche angerückt.
werden sie dann mit der Leberwurst verspeist. Die Spiele mit großen und kleinen Leuten lassen die Zeit schnell verstreichen. Anschließend gibt es Süßigkeiten. Er guckt auch schon und bekommt auch was, aber nein, das ist nicht gut für die Zähne. Hier sieht man, wer dauernd im Training ist. Problematisch ist nur die Altersriege, die nicht auf einmal die Strecke bewältigen kann. Es wird nachgetankt. Hoppenschneider schenkt erstmal einen ein. Prost, Schmitz Bernhard. Und ein aufmerksames Publikum ist auch da. Beim Einsetzen der Dunkelheit wird es erst richtig gemütlich. Es wird zu den Weisen des Holzhäuser Heimatliedes kräftig geschunkelt. Der Weg nach Hause wird auch bei Dunkelheit gefunden. Nach der interessanten Zusammenstellung des dörflichen Lebens beginnt bald ein neues Jahr und der Rummel geht von vorn los. Wir wollen den Ausklang genießen und hoffen, dass noch lange die Tradition im Ortsteil fortbesteht.